Tja, hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Gameplay oder Let's Play oder wie auch immer wir das nennen wollen. Und ihr seht hier, das ist Limbo. Ja, wie komme ich dazu? Naja, ich habe mir mal die Demo vor einer Weile runtergeladen und durchgespielt. Die ist nicht so lange. Und ich fand das grandios. Und jetzt hat die Woche, irgendwann Ende der Woche, mein lieber Freund Sting, den ich euch mal mit allen Kanälen und dem Twitter-Account in meiner Beschreibung verlinke, nach einem guten Spiel gefragt, was er zocken könnte, und ich habe gesagt, er soll Limbo nehmen. Und seitdem hat er schon, glaube ich, drei Videos dazu gedreht, noch ein Behind-the-Scenes-Video, ein Audio- bzw. ein Sunday-Boo dazu gemacht und ist da ziemlich begeistert von. Und wenn ich ihm schon ein Spiel empfehle, dann sollte ich doch vielleicht selbst auch mal ein bisschen spielen. Und weil die Videos von Sting einfach echt gut sind, vor allem die von Limbo, was heißt vor allem, alle Sting-Videos sind gut, aber. Wenn ich eh schon Lust habe, es zu spielen, ich habe es mir jetzt auf jeden Fall gekauft und werde jetzt einfach mal wild drauf losspielen. Werde euch vielleicht auch so die paar geheimen Ecken zeigen, wo man diese kleinen weißen ja, Leuchtenlichter da sammeln kann und mal gucken, ob sich das hier entwickelt oder nicht. Gut, beliebige Taste drücken, das machen wir jetzt mal. Sorry, falls ihr hier irgendwelche komischen Töne hört, das ist dann meine Tastatur. Und ja, hier geht's los. Hier ist ein kleiner Mann auf dem Boden und dieser kleine Mann, ein Junge, der möchte ja, seine Schwester finden. Das ist eigentlich alles, was wir über dieses Spiel wissen. Und tja, legen wir mal los. Er muss jetzt mal hier aufstehen. Ich finde seine Frisur ganz niedlich. Der hat, glaube ich, Löckchen. Tja, und irgendwie ist das so ein bisschen langsam. Ich hoffe, das liegt jetzt nicht daran, dass hier Quicktime ist. Also, wir sehen schon mal, hier ist das erste Licht. 1 von 11. Und dann schießen wir jetzt einfach mal los. Guck mal, wie weit ich komme. Ich will das Video ja nicht allzu in die Länge ziehen. Wenn es hier so ruckelt im Video, dann ist das natürlich nicht so schön. Trotz 12 GB. Das wundert mich dann jetzt aber doch ein bisschen. Ja, nun gut. Schauen wir mal. Hui, rutsche. Und nicht da runterfallen. Also, nochmal, ich kenne das Spiel jetzt schon. Vor allem den Anfang, weil ich eben die Demo gespielt habe. Deshalb nicht wundern. Bin schon vertraut mit dem Ablauf. Das ist jetzt also nicht hier irgendwie alles neu macht der Mai oder so. Kletter, kletter, kletter. Bring mal hier runter. Ups. Wow, dunkel. Ist schon so ein bisschen gruselig, wenn es hier so dunkel ist. Man weiß einfach nicht, ob da jetzt vielleicht ein Loch ist oder so. Ach, zu eurer Information, dieser kleine Kerl, der kann nicht schwimmen. Säuft also regelmäßig ab. Wird auch aufgespießt oder ja, Matsche gemacht. Ja, ich kann jetzt schlecht sagen, es gehört zum Leben dazu, aber naja, bei ihm wohl irgendwie schon. Ist ja der Vorteil bei Computerspielen, man hat meistens mehrere Leben. Wenn nicht, wäre ein bisschen doof. Also zumindest bei mir. Das Ding übrigens auch, der hat es nicht so mit diesen Bärenfallen, die jetzt auch gleich noch kommen. Ganz schön stark, dieser kleine Mann. Das muss man ihm mal lassen. Aber gut, wenn man seine Schwester. Nein, nicht darunter. Wenn man seine Schwester finden will, dann. Also, wenn man sie mag, jedenfalls, wächst man da, glaube ich, schon ein bisschen über sich hinaus. Weiß ja nicht. Wenn ihr Geschwister habt, dann kennt ihr das bestimmt. Die liebt man einfach. So eine Familie. Von daher. Das wird jetzt hier kein psychologisches Gespräch werden. Aber ich wollte das jetzt einfach mal anmerken, fand das gerade ganz passend. Weiter geht's durch den dunklen Wald. Ich mag diese Atmosphäre hier, die macht das Ganze gruselig. Das sind übrigens diese Bärenfallen, von denen ich gerade geredet habe. Wow. Ganz witzig finde ich das hier tatsächlich. Ups. Ja, so sieht das dann aus. Lustig. Passt jetzt überhaupt nicht zu dem, was gerade passiert ist. Aber ich finde diese Schmetterlinge, die hier hin und wieder rumfliegen. Also falls es denn Schmetterlinge sind und keine Glühwürmchen. Relativ lustig. Passen ja eigentlich gar nicht in die Atmosphäre rein. Ach Mann! Ich entschuldige mich für alles Blut, was hier fließt und für die Köpfe, die rollen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Würde einfach mal sagen, das liegt daran, dass bei mir hier das Bild gerade so ruckelt.
Sonst bin ich da eigentlich relativ gut in solchen Sachen. Puh, okay. Das hätten wir. Weiter geht's. Ew. Ich weiß, ich habe mich schon gefragt, dass irgend so Kadaver, was genau das für ein Tier ist, aber ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Und hoch mit dir. Tja, wo kommen wir hin? Auch wenn ich die Demo schon dreimal gespielt habe, ich weiß natürlich trotzdem nicht auswendig, was wann kommt. Ah, ja, ich erinnere mich wieder. Boing. Sind das eigentlich Staubpartikel, die wir hier fliegen sehen? So gruselig es auch ist, man kann ja schon ein bisschen was Lustiges mit dem Kerl hier machen. So. Hier ist jetzt wieder so ein weißes Leuchten. Ich werde euch gleich zeigen, wo. Wieso hier immer an diesen stehenden Gewässern so derbe viele Fliegen sind, das frage ich mich dann schon. Also ich meine, Stechmücken gibt es hier allgemein auch bei uns in Deutschland, aber ja, Blödheit. Aber so viele scheinen mir jetzt doch etwas übertrieben. Aber naja. Schwingen. Einfach schwingen. Einfach schwingen. Einfach schwingen, schwingen, schwingen. Na, wer weiß, wo das her ist? Heißt zwar eigentlich nicht schwingen, aber so ähnlich. Seht ihr da die Liane? Da geht's lang zum zweiten Leuchten. Nicht hinterher. Puh. Here we go. Schwingen. Seht ihr das da? Ja, kann man eigentlich nicht übersehen. Hüpf. Springen und da geht's weiter. So, und runter mit uns. Sudele. Jetzt müssen wir hier mit unseren Bärenkräften diesen abgebrochenen Stamm ins Wasser schieben. Dabei aufpassen, dass wir nicht ertrinken. Und weiter geht die nicht lustige Fahrt. Der Weg. Boah. Musik wird gruseliger. Bärenfalle auf dem Baum. Und jetzt kommt der Bäh-Part. Bin ja ein Mädchen. Ich mag ja diese Tiere mit den vielen Beinen nicht so. Jack. Auch wieder weg. Pfui, pfui, pfui. Ist das eklig. Das ist echt pfui, pfui. Komm her. Bum, bum, ihr habt's gehört, da fällt was runter. Was heißt bum, bum, schepper, schepper trifft's eher. So, dann wollen wir dieses der Tierchen mal killen. Oder, naja, seine Beine zumindest. Ihre Beine. Also das Ding ist da immer stehen geblieben an diesen Bärenfallen. Was auch funktioniert irgendwie. Allein schon, weil es eine Spinne ist, graut es mir und ich gehe lieber noch ein Schrittchen weg. Komm es nicht, Etchebetche. Und weg ist sie. Und diese Ansicht hat man, glaube ich, in der Demo gar nicht. Da sieht man nicht, dass da irgendwas wegläuft. Darum habe ich am Anfang, ist das eklig, auch gar nicht verstanden, dass das eine Spinne sein soll. Naja, ich weiß es jetzt. Dachte immer, das wär irgend so ein typischer Märchen-Gruselbaum, bei dem sich die Äste bewegen und einen aufspießen. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass das tatsächlich eine Spinne ist. So, und ab jetzt. Nee, ist gar nicht wahr. Sobald die Spinne kommt, also wir feststecken und die Spinne kommt, was hier gleich ist,
ist die Demo dann zu Ende und dann ist auch für mich das halbwegs neu. Hätte ich nicht diese zwei anderen Videos weg von Sting schon gesehen. Ich beende jetzt also das erste Video mal hier. Ich mache aber natürlich gleich weiter. Ja, wir sehen uns vielleicht beim nächsten Mal, wenn das Video irgendwie gut wird. Puh, ist das eklig. Ciao, Leute.